Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wir müssen uns jetzt die beiden Häuser anschauen. Oder noch mehr Häuser? Ich bin mir gar nicht sicher. Hier das Haus noch? Oh, müssen wir uns echt jetzt merken, was, wie, wo. Oh Mann. Was ist das? Oh ja, ja, die Kerze. Löwenzahn. Oh ja, ja. Die Schleuse müssen wir uns denn da anschauen? Das Haus und das Haus noch. Das verschiebt sich immer nur so, ne? Hä? Okay. Also. Da ist die Kerze, da ist der Giga, da ist das Geweih. Weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Hirsch? Ja. Das Fell? Ja, keine Ahnung von was für ein Tier. Hänger, Hänger. Da ist das Eichhörnchen. Das gibt's nicht im Spiel. Und das ist dunkel. So. Und wie sieht denn sein Haus aus? Was ist das hier noch? Nein, 12, 11, 10. Da ist noch ein Haus. Ah. Hier. Hirsch, Elch. Hahn, okay, das ist gleich die Kerze. Ja, das Fell ist gleich. Da, Eichhörnchen, Vogel. Das Gänseblümchen, Löwenzahn. Das ist gleich. Das ist gleich. Die Kerze. Oh, da ist auch nochmal ein Fell. Dachs. Ja. Und das? Wildschwein? Nein. Hase bestimmt. Die Kerze. Was ist mit der Kerze? Wo ist das Haus jetzt? Das hier, ne? Hängt gleich. Was ist da? Das ist wieder Wildschwein, ne? Okay. Oh. Und wo ist der Typ jetzt? Da, so. So. Unterschiede. Du hast ein Hirschschädel? Nee. Er hat ein Hirschschädel und du hast ein Elchschädel. So, er hat Gänseblümchen und du hast Löwenzahn. Oh Gott. Der hat Gänseblümchen. Er hat Löwenzahn, du hast Gänseblümchen. Du hast ein Bärenfell. Bärenfellteppich. Die Teppiche auf dem Boden sind dieselben. Die Kerzen sind auf denselben Art platziert. Es hängt außerdem ein Teppich an der Wand. Du hast ein Dachsfell über dem Bett. Nein. Über dem Bett? Das ist ein Wolf. Es hängt außerdem ein Teppich an der Wand. Er hat ein Dachsfell über dem Feuer. Du hast ein Wolfsfell. Ein Teppich an der Wand. An der Wand. So, es hängt. Du hast ein Dachsfell. Du hast eine Taube, ein Taubenrelief über der Tür. Er hat ein Hahn? Nein. Du hast ein Hahnrelief. Das hier. Er hat ein Regal weniger. Ah,
glaub schon. Und diese Unterschiede sollen mich. Glaubt schon. Und ich glaube, du hast ein paar Fehler gemacht. Oh. Okay. The weather is about to change. Nochmal. Hi. Ich sehe mich hier noch um. Er hat einen Dachs. Er hat einen Hahn. Ah. Elch. Da ist das Regal. Wolf. Wolf über dem Bett. Dachs über dem Feuer. So, und was hat er? Ah. Er hat ein Regal mehr. Never forget where you came from. Er hat Lungenzahn. So, nochmal. So. Er hat ein Häschel, du ein Elch. Er hat Lungenzahn, du hast Gänseblümchen. Du hast den Bärenfellteppich auf dem Boden. Die Teppiche auf dem Boden sind dieselben. Die Kerzen sind auf derselben Art platziert. An der Wand. Du hast ein Dachsfell über dem Bett. Nein. Du hast Wolfsfell über dem Bett und er hat ein Dachsfell. Ah, da weiß ich jetzt. Du hast Dachsfell über dem Feuer und er hat ein Wolfsfell. Du hast ein Taube. Ja, ein Hahn. Eichhörnchen. Ja, dein Eichhörnchen. Du hast den Hahn, du hast den Taube. Ist das eine Taube oder ist das eine? Nee, ist eine Taube. Er hat ein Regal. Er hat keine. Er hat ein Regal unter dem Fenster. Ja. Wahnsinn, ich bin beeindruckt. Wie viele Sachen hat er verändert? Fünf? Sag mir. Sag ihm, diese Unterschiede machen für mich keinen Unterschied. Er soll lieber abhauen. Dann werde ich ihn wohl noch mal, dann werde ich noch mal mit ihm reden. Oh, wir haben es geschafft. Krass. Hier entlang. Eieiei. Ich war schon kurz davor, mir Stift und Zettel zu holen. Wo ist er denn jetzt? Ah, er ist wieder losgelaufen. Da war er noch in seiner Bude. Oh, 17, 15, 10. Da ist er. Nein, das ist Gilbert. Da ist er. Nein. Hä? Wo läuft er denn jetzt hin? Wo ist er? 18, 17, 13? Da sitzt er. Ah, und verstehe Uchi jetzt was, dass unsere Häuser nicht gleich sind und er paranoid ist? Nur die Unterschiede haben ihn nicht wirklich überzeugt. Eigentlich haben sie ihn überhaupt nicht überzeugt. Du musst versuchen, dich in seiner Lage zu versetzen. Kannst du doch besonders gut, oder? Er macht sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie. Die Sicherheit seiner Familie? Ich würde ihm oder seiner Familie niemals etwas tun. Sag mir besser, um was es hier wirklich geht. Du musst zugeben, es wird langsam verdächtig. Es ist nur so, dass Uchi hat alles. Familie, den Respekt der Leute, können bei der Arbeit. Und was habe ich? Nichts außer Einsamkeit, Schulden und eine Arbeit, die jeder machen könnte, der stark genug ist, eine Spitzhacke zu halten. Okay, also beneidest du ihn. Ich verstehe. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, anderen Angst zu machen und sie zu belästigen. Ich weiß, aber es gibt kein Aber und keine Entschuldigung für dein seltsames Verhalten. Halte dich von Wojci fern und such dir eine andere Beschäftigung. Irgendwas. Oh, das ging schnell. Okay. Have you heard about Technologie, Fertigkeiten, Diplomatie, Überleben. Oh, Überleben? Haben wir bald wieder Punkte? Das ist doch schick. Diplomatie, ja, keine Ahnung, warum wir da jetzt so
wir Kriegpunkte haben. Landwirtschaft dauert noch. Da sind wir schon auf Level 10. Okay. Dann Technologie. Dauert noch. Na, das Schema, Eselstahl geht eigentlich. Hier dauert es auch noch. So, jetzt müssten wir mal fix ins Wasser springen. Können wir auch gleich mal was trinken. So, wir sind wieder sauber. Und dann gehen wir an unsere Feuerstelle raus. Übernachten dort. Und dann... Ja. Wenn sie noch an ist. Oh, hier. Perfekt. Schlafen. Oh nein, das ist die erste Nacht, die wir ohne unsere Frau verbringen. Wahnsinn. So, wieder zurück. Ich schaue jetzt mal, ob wir noch hier irgendwo Tierfutter kaufen können. Wenn nicht, dann müssen wir schnell zurück. Nach Pistrovia, da. So, hier. Wo ist er? Er ist noch im Bett, ne? Nee. Ach nee, das ist die Köchin. Bei ihm. Nicht daran, hier mit mir zu sprechen? Ist es noch zu früh? Oder warum? Oh. Ich stinke doch gar nicht. Na dann. Warten wir mal kurz. Wiegt das echt alles so viel? 6, 10. 18. Ach ja, wegen Sattel, ne? Wie war das mit dem Rufen? Fight me, coward! Oh, das ist ja lustig. Und jetzt? Okay. Du hast kein Reittier. Okay. So, jetzt sind ein paar Minuten vergangen. Können wir jetzt mit dir sprechen? Hallo da. Okay. Du hast nur sowas, ne? Alles klar. Hufeisen. Wir haben keine Hufeisen, ne?
Warum? Ein Spielzeugschwert? Oh, das kaufen wir. So. Only the best bro. See you around. Alright then. Keep your secrets. So, dann wollte ich noch mal hier gucken. Bei den Pferden. Hat die Futter? How are you? Have a nice day. Helena. Oh. How do you do? Eine See you soon. Oh Gott. How you doing? Nee, 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 nee. Leb wohl. Have a nice day. Jo. Tierfutter drin. Ah, das klaue ich mir mal schnell. Du? Jo, nehme ich auch mit. Okay. How do you do? Zeig mir deine Ware. Ah, guck mal. Satteltasche, große Satteltasche, Satteltasche, 30 Kilo, kleine, 15, und die große, 45, und sie hat Tierfutter, perfekt. Wie viel? Für 1049? Ach, was soll's. My way, good luck. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt, und wir werden unseren Marker wieder zur Hose setzen, neue Quest. Wir haben eine Quest bei uns zu Hause. Dann mal los. Ausdauertrank. Und auf geht's. Das wird die letzte große Reise sein, die wir ohne Reittier bestreiten. So. Ich muss mal kurz gucken. So. Zack. So. Jo, dann marschiere ich da mal schnell nach Hause. Sind wir beladen? 50? Wir könnten noch ein bisschen Wild jagen, ne? Ach nee. Lass mal gut sein. Oder? Liegt Wiesent auf Wiesent? Ah, nee. So. Da, Tiere. Wildschwein, Wiesent. Ah, direkt neben dem Wolf, ne? Das gefällt mir gar nicht. Weißt du was? Wir sind ja gerade so motiviert, dass ich jetzt endlich mal den Bären da unten töte. Der uns schon zweimal erwischt hat. Da ist er. Den hole ich mir jetzt. Jagt der gerade einen Elch? Oh.
Das war's für dich, böser Bär. Jo. Eisenbolzen, du trägst zu viel. So. Ja, Eisenbolzen. Und dann muss hier nochmal einer sein. Ich habe 3 geschossen. Hey, das gibt's doch nicht. Doch, da ist einer. Da ist er. Das war's mit dem Bären dort, ne? Ich bin gerade da. Da muss nochmal ein Bär sein. Dort ist nochmal ein Bär. Nebel? Und wo ist jetzt der Bär? Dort vorne. Oh shit! Nee? Kein Pfeil geladen. Ah, das gibt's doch nicht. So, wo ist er jetzt? Ach komm. Mein Speer nicht ausgerüstet. So. Der Nummer 2 auf weg. Eisenbolzen, Eisenspeer. So, wo ist der nächste Eisenbolzen dort? Ja, haben wir das auch erledigt. Gut, dann schauen wir hier mal um die Ecke. Dort ist bestimmt noch irgendeine Lootkiste. Aber eine Höhle, genau. Ich bin da damals aus der Höhle rausgekommen. Da bin hier raus und dachte mir so, ey cool, ja, da kann man durchlaufen. Und dann war ich irgendwie hier. Und plötzlich war da ein Bär. Und ich war sogar dort in der Lichtung mit drin. Und hab hier eine Kiste geöffnet. Oder da war ein Zelt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Jo, da ist ein Elch. Hier ist aber nichts, ne? Jagdgebiet Kaninchen. Na gut. Stock. Elch, Kuh? Okay. Leder, Fleisch. Ja, tut mir leid, ne? Das war der Bär und da kann ich nichts dafür. Okay. Hier. Da gibt's die Ware. Brett. Brett. Huh? Ja, Steine, ne? Was will ich mit Steinen? Kalkstein. Kalkstein, ja.
Ach, da. Weiße? Bronze. Felsen. Na, na lol. Leinengewebe, yo. Nehmen wir mit. Und Stärketrank. Okay. Jetzt sind wir kurz vom Maximum. Jetzt muss ich nochmal schauen, aufpassen. Nee. So, wir können direkt runter marschieren. Zur Küche. Und dann satteln wir unsere Tierchen. Und in der nächsten Episode werden wir dann einen kleinen Ausritt machen. So. Jetzt geht die Puste aus. Unser Dorf ist echt gut versteckt. Also sind nur noch ein paar Meter. Jetzt sehen wir die ersten Häuser. Die ersten Schuppen. Ah, wir kommen jetzt hinten über die Felder. Ja. Dann können wir gleich zu unseren Esel runter und den Futter geben. Mhm, Werkzeug geht auch aus. Jo, dann haben wir wieder ein paar Kleinigkeiten. Ey, Esel. Wo bist du? So. Ist schon wieder alles schmutzig. Ah, wir müssen hier Futter. Oha. Okay. Welcher Esel bist du denn? Bist du das Weibchen oder das Männchen? Okay. Satteln. Zack. Schau dir mein Reittier an. Erhalte Reittier. So, Satteltasche öffnen. Nein. Wie geht das? Zum Reittier wechseln. Jo. Zum Charakter wechseln. So. Hufeisen? Was bringt das eigentlich? Ausrüstung wird am Amboss Schmied hergestellt, mit erhöht sich die Ausdauer. Okay, eine Satteltasche. So. Und los geht's, wir reiten. Wow, gewöhnungsbedürftig, aber cool. Yeah, jetzt geht das hier richtig ab. Okay, wir haben Fleisch. Das können wir hier einlagern. Um abzusteigen. X. So. Safe. Jetzt geht es hier richtig rund hier. Endlich unser Reittier. Haben wir noch was? Nein. Dung. Tierfutter. Tierfutter wollte ich hier noch reinpacken. 23. 30. So. Okay. Jo, hier sind unsere Hühner. Und Schweinchen. Hier sind schon Federn. Unser erstes Ei. Juhu. Jawohl. Dann, was haben wir denn noch? Leder, Pelz. Das
kann alles eingelagert werden. Kalkstein eingelagert werden, Brett, Leingewebe, kommt alles ins Lager. Jo, Spielzeugschwert. Das, ja, cool. Truhe öffnen. Da kommt das Spielzeugschwert rein. So. Dann. Es kommt alles ins Lager. So. Was ist jetzt bei mir so schwer? Achso. Wir können den Esel rufen. So. Zack. Zack. Ausdauertrank, Gewichtstrank, Stärketrank, weg. So, das passt. Die Spitzhacke kann weg. Bronzemesser, Eisenachs bleibt. Das bleibt alles. Jo. Esel ist auf einmal verschwunden. Da kommt er. Okay. Ey, ich wollte noch mal. Ich wollte noch was essen. Dann können wir auch nochmal. Die können wir auch aufladen. Aber Breitwegerich haben wir da noch. So. So. Gewichtstrank. So, können wir abladen. Den können wir mal wegfuttern. So. War ein bisschen zu viel. Okay. Sehr schön. Wir haben unser Reittier. Da werde ich jetzt bald versuchen, mal. Wie das ist, wenn wir einen Ausdauertrank trinken und Gewichtstrank, ob das dann auch noch so effektiv ist. Genau. Jo. Ich würde sagen, ja. Danke fürs Zuschauen. Ade, bleibt schön. Ciao, euer Ilmo.